Kennen Sie das? Sie hören ein Lied, es muss noch nicht mal Ihr Lieblingslied sein. Und Sie bekommen es Tage, vielleicht sogar wochenlang nicht aus dem Kopf. Das Ganze funktioniert auch, indem Sie Dinge ansehen. Glauben Sie nicht? Das Ganze hat sogar einen Namen. Das ist der McCollow-Effekt. Und er verhält sich ähnlich wie ein Ohrwurm. Nur wird er Sie monatelang verfolgen. Und jetzt eine ernst gemeinte Warnung. Wenn Sie viel mit Texten oder Videos arbeiten, sollten Sie sich dieses Video nicht ansehen. Drücken Sie jetzt auf Stopp. Okay, für alle anderen, die jetzt noch dran sind oder wie kleine Kinder sowieso nur das machen, was man ihnen nicht sagt, betrachten Sie diese zwei Muster. Zuerst das eine, dann das andere. Jeweils ungefähr 3 Minuten. Sie können auch gerne auf Pause drücken, während Sie sie in Ruhe betrachten. So, und jetzt schauen Sie auf das hier. Sehen Sie die Farben immer noch? Wenn nicht, haben Sie nicht lang genug geguckt. Und wenn doch, haben Sie jetzt monatelang was davon. Das zweite Bild, das ich Ihnen gezeigt habe, ist schwarz-weiß. Und der McCollow-Effekt bewirkt, dass es nun auch rot-grünlich wirkt. Warum ist das so? Unser Gehirn ist manchmal recht faul und es ist die ganze Zeit auf der Suche nach irgendwelchen Vereinfachungen und Parallelen. Und in diesem Fall hat unser Gehirn die waagrechten Streifen mit der Farbe Rot assoziiert und die senkrechten Streifen mit der Farbe Grün. Wenn Sie ab sofort in Ihrer Umgebung waagrechte oder senkrechte Streifen sehen, und das kann so etwas Simples wie ein Zaun sein, dann wird der Nacheffekt der Rot-Grün-Streifen immer wieder ins Gedächtnis gerufen. Der optische Ohrwurm wird quasi wieder abgespielt. Und das kann jederzeit passieren, auch wenn Sie überhaupt nicht mehr damit rechnen. Aber keine Angst, der Effekt, der hält höchstens 3 Monate an und Sie wollten ja nicht auf mich hören.